hallo? Hallo Carlos, hier ist Alexander. Alexander, ja, hallo, wie geht's? Alles okay? Ursula ist gestorben vor 2 Stunden. Alexander, es tut mir leid. Sieh mal, Familie und Freunde sind schon unterwegs und falls du noch Interesse hast, bitte komm sofort, damit du dein Video noch machen kannst. Ah, okay, ja, okay. Ich denke, in einer Stunde bin ich da. In einer Stunde? Ja, ja, mal sehen. Vielleicht, man braucht weniger Zeit, aber ich brauche mindestens eine Stunde. Okay, alles klar. Gut. Okay, okay, die Sache, ja. Okay, tschüss. Alles klar. Ich bin Ursula und bin 45 Jahre alt, lebe in Berlin-Kreuzberg schon sehr lange und komme eigentlich aus Köln. Ich bin 65 in Köln geboren, als Merkur, als Kommunikator, das ist mein Sternzeichen, der Zwilling. Und so habe ich eigentlich mein Leben auch verbracht, dass ich kommuniziere mit Menschen und Menschen zusammenbringe. Das war auch mein Beruf. Ich habe mit Sprachen gearbeitet, mit Büchern über Sprachen und habe versucht, Autoren zu finden für einen Verlag und diese Autoren zusammenzubringen und Projekte zu machen und mir neue Projekte auszudenken. Das war so der Mittelpunkt meines Berufslebens und eigentlich auch meines Privatlebens. Also ich bin jemand, der gerne kommuniziert mit Menschen und auch mit Kunst, mit Künstlern und ja, das ist eigentlich das Wichtigste. Mir tut es leid, dass die Leute in Deutschland den Tod so tabuisieren und so aus dem Leben heraushalten, wie sie das tun. Dass ich denke, das ist schade, weil man sich dadurch wirklich einer Dimension beraubt. Es ist jetzt nicht so, dass ich mir selber vorstellen könnte, wie das ist, wenn ich tot bin oder wie das ist, wenn ich sterbe. Nur der Gedanke ist nicht mehr so tabu. Ich lasse das zu und ich sage den Leuten, die mit mir sprechen, und die mich besuchen wollen, denen sage ich auch, hör zu, ich bin eine Zumutung. Ich werde dir Sachen zumuten. Du musst es aushalten, dass ich darüber spreche, dass ich bald tot bin und das ist ein Teil von meinem Leben. Und das ist eine Zumutung, das weiß ich, das macht Angst. Das macht mir selber auch Angst und das macht meinen Gegenübern Angst. Und es ist für mich aber viel schwerer, wenn die das nicht aushalten. Also es gibt Menschen, die sagen, nein, die Hoffnung stirbt zuletzt und du wirst das überleben. Und ich habe neulich von jemandem gelesen, dem ging es noch viel schlechter und jetzt ist er geheilt. Und
das ist alles schön und gut, aber das hilft mir nicht und das hilft den Leuten auch nicht. Ich denke, das Beste, was so eine Krankheit bringen kann, ist eben diese Überwindung von diesem Tabu. Und dieses, dass ich jetzt nicht sofort sterbe durch einen Unfall oder sowas, sondern dass ich langsam sterbe, dass ich bewusst vom Leben mehr und mehr zurückgehe, das ist auch eine Chance. Und mir tun alle Leute leid, die diese Chance nicht mit mir zusammen gehen können, sondern die sagen, es wird irgendein Wunder passieren, und oder die sagen, du darfst das nicht herbeireden, du musst positiv denken. Ich denke, positiv denken heißt auch, das zu akzeptieren, dass die Zeit begrenzt ist und was daraus zu machen. Vielleicht auch was Ungewöhnliches, was Sinnliches, was ganz Verrücktes. Aber positiv denken heißt nicht, ich werde ewig leben, weil das ist natürlich nicht so. Und alle Leute, die sagen, Ursula, du wirst nicht sterben, die Leute werden auch sterben. Vielleicht sogar früher als ich, wer weiß das schon. Letzten Endes wissen wir es wirklich nicht. Aber ich finde es schade, dass es in Deutschland dieses große Tabu gibt. Und ich bin natürlich auch mit diesem Tabu aufgewachsen. Und jetzt, wo bei mir dieses Tabu langsam schmilzt, merke ich, wie viel besser das ist ohne dieses Tabu. Und wie viel aufregender das Leben ist, wenn man diese Dimension des Todes zulässt und mit dazu nimmt in die eigenen Betrachtungen. Es ist tiefer, das Leben. Mitbringen, aber ich vergesse das jedes Mal. Aber da habe ich es mit. Oh. So. Schlafe ich bestimmt gleich sofort ein. Striche sind für die Bestrahlung. Ah. Das ist nur Tinte, oder? Mhm. Genau. Meine Kindheit, ich bin in Köln geboren und im Rheinland aufgewachsen. Ziemlich privilegiert, würde ich sagen. Ich hatte eine ganz sorgenfreie Kindheit. Meine Eltern hatten immer genug Geld. Ich hatte zwei jüngere Brüder und wir haben in einem Haus gelebt, was in der Nähe von einem Wald war und in der Nähe von Großstädten. Also ich hatte eigentlich alles, was man sich so wünschen kann und natürlich die üblichen Luxusprobleme von Kindern, die eigentlich keine Probleme haben. Aber wenn ich jetzt so zurückblicke, denke ich, ich hatte es leicht. Ich hatte alle Möglichkeiten, die man sich so vorstellen kann. Und dadurch, dass ich halt eben auch dieses kommunikative Talent hatte, das hatte ich schon immer, sind mir bestimmte Sachen einfach leicht gefallen. In der Schule und an der Uni. Ich hatte eigentlich keine größeren Probleme. Meine Eltern sind beide sehr jung gestorben, auch an Krebs. Und das ist ein bisschen gruselig für mich jetzt. Es ist wie ein Fluch oder sowas, dass ich denke, wie kommt das? Wieso sterben wir alle so jung? Und ich mache mir auch Sorgen um meine Brüder, die sind beide jünger als ich. Und ich bin ein bisschen der Elternersatz für die beiden, jetzt wo unsere Eltern nicht mehr da sind. Und natürlich auch bin ich deren Generation. Und dann, wenn ich tot bin, was kommt dann? Die beiden haben kleine Kinder und ja, wir stehen uns sehr nahe, vor allem seit unsere Eltern tot sind. Und meine Kindheit ist dadurch auch wieder näher gekommen. Also wir
erzählen uns alberne Geschichten aus der Kindheit und wir haben diese Kindersprache wieder aufleben lassen, die man so hat, diese Wörter, die nur wir drei kennen und dann lachen wir und das ist eigentlich schön. Das ist, ich merke, dass meine Eltern, obwohl sie tot sind, doch auch halt sehr präsent sind und dass das Leben anders wäre, wenn es sie nicht gegeben hätte. Dass wir drei haben unsere Kindheit so in uns fortleben lassen. Und wenn wir zusammen sind, was leider nicht so oft ist, weil die beiden im Rheinland leben, dann zelebrieren wir das auch sehr stark. Es ist so hin und her gerissen. Ich mag auch diese Situation. Ich mag auch, also am liebsten hätte ich gerne viele Jahre diese Situation, dass ich kurz vorm Sterben bin. Aber dann möchte ich gerne noch viele Jahre leben. Lebe jeden Tag so, als wenn es der letzte wäre. Und das geht natürlich nicht. Wie soll das auch gehen? Man kann nicht jeden Tag allen Leuten versichern, wie sehr man sie liebt. Und man kann nicht jeden Tag so intensiv leben. Dann ist man nach einem Monat völlig verbraucht. Aber ich lebe im Moment so zurecht, weil das Leben mir sagt, jeder Tag
kann der letzte sein und sehr bald wird dein letzter Tag kommen. Und das ist schön, das ist natürlich viel schöner als ein normaler Dienstag. Es ist irrsinnig viel schöner. Das kennt wahrscheinlich jeder, dieses Gefühl, man ist irgendwo und es ist schön und dann eines Tages muss man diesen Ort verlassen. Und an diesem Tag ist alles irrsinnig viel schöner natürlich, wenn es der letzte Tag ist. Und man möchte es festhalten und alles riecht plötzlich so toll, alle Farben sind viel schöner, aber nur weil dieser Abschiedsschmerz alles so intensiv macht, ja. Und das habe ich jeden Tag. Ich schaue aus dem Fenster und sehe die Sonne und das bleibt in meinem Kopf eingeprägt, weil es einfach wunderschön ist. Ich schaue nicht mehr achtlos daran vorbei. Auch auf der Straße, die Menschen, die mir begegnen. Es ist auffällig viel mehr Begegnung, auffällig viel mehr Reaktionen auf mich, viel mehr Gespräche, Leute, die stehen bleiben, mich ansprechen, die merken, irgendwas ist mit mir los. Sie wissen nicht was, aber sie sind neugierig und das gefällt mir sehr gut. Das, ja, ich möchte diesen Zustand auch nicht gerne abgeben, muss ich sagen. Ich hatte natürlich früher immer Angst, alt zu werden, einsam zu altern, arm zu altern. Natürlich haben wir alle, dass wir denken, ich werde dieses Leben nicht mehr finanzieren können, wenn ich alt bin. Wenn ich kein Gehalt mehr bekomme, sondern irgendwann kriege ich Rente, wenn überhaupt. Wovon soll ich leben? Und jetzt, wo ich weiß, okay, das, was ich auf meinem Bankkonto habe, von meinen Eltern geerbt habe, das wird tausendmal reichen für das kleine bisschen Leben, was mir noch bleibt. Da bin ich sehr autonom plötzlich. Ich weiß, okay, ich kann alles machen. Ich kann absolut alles machen, weil die Zeit so begrenzt ist. Wenn ich jetzt wüsste, das Geld muss noch 40 Jahre reichen, ich möchte schon gerne diese Autonomie genießen, dass ich weiß, okay, so wie es jetzt ist, könnte ich rein theoretisch alles machen. Ich könnte alles machen. Und das fühlt sich gut an. Aber das ist eben, weil ich weiß, ich habe nur noch 2-3 Monate. Und in diesen 2-3 Monaten bin ich der autonomste Mensch der Welt wahrscheinlich, ja. Wenn jetzt jemand käme und sage, ich weiß nicht, vielleicht sind es doch 40 Jahre, dann müsste ich wieder belegen, okay, du musst vernünftig sein, leg was zurück fürs Alter und dann wäre das schon wieder alles nicht mehr so aufregend. Fast da, ich denke, ja, 4 Blocks noch, ja, ja, okay, ja, 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 ich verstehe, ja, okay, okay, bis dann, okay, tschüss.
Und dann gehe ich einen von meinen Lieblingswegen entlang. Wenn ich auf der Bergmannstraße bin, im Café Atlantik und es ist Vormittag und die Sonne scheint genau auf die Tische, auf die Kaffeehaustische und man kann draußen sitzen. Es ist Frühling oder Herbst vielleicht auch und die ganzen Touristenströme sind weg und man kann wieder draußen sitzen, eine Zeitschrift nehmen und Kaffee trinken. Und ich habe das gemacht und habe Müsli gegessen und die Kellnerin, die kennt mich wieder. Im Sommer kennen einen die Kellner nie wegen den ganzen Touristen und im Winter, im Herbst, dann kennen sie einen und sagen dasselbe wie immer. Und ich habe dasselbe wie immer gegessen und dann bezahlt und aufgestanden und jetzt gehe ich die Bergmannstraße lang. Und vor jedem Haus sind entweder Tische, an denen Leute sitzen und Kaffee trinken oder Sachen verkaufen, Gebrauchtwaren, Bücher, Secondhand-Klamotten oder neue Schuhe, ein Laden mit Surfklamotten, dann gehe ich über die Straße, schaue mir die Auslage an, vielleicht gehe ich kurz am Antiquariat vorbei, dann komme ich an den Meinecke-Platz, gehe in die Markthalle und kaufe mir so fertig geschnittenes Obst aus Obstresten. Das frühstücke ich immer, dann nehme ich das mit nach Hause. Ich trage dann das Obst und dann das Gemüse, was ich immer noch so spontan dazu kaufe, mir aufschwatzen lasse. Ich trage das alles in einem großen Beutel durch die Markthalle, schlender weiter. Da riecht es immer ganz toll. Da riecht es immer so gut nach italienischem Essen und nach Tapas, nach Rotwein. Dann kommt man auf die Straße und die Sonne hängt dann ein bisschen hinter den Häusern. Ich gehe den Meinecke-Platz entlang. Und dann geht es ein bisschen bergauf in die Heimstraße. Ich bleibe stehen vor dem Schaufenster von meinem Vermieter. Der stellt immer Bürsten aus und Bilder, die irgendwelche Kumpels von ihm gemalt haben. Manchmal ist er selber da und wir halten ein kleines Schwätzchen. Und sonst schließe ich die Haustür auf. Hol die Post aus meinem Briefkasten. Gehe meine Treppenstufen rauf. Und bin neugierig. Auch mittlerweile Bilder am Hausflur hängen. Der ist renoviert worden. Es gibt jetzt einen Kulturkrieg, ob dort Bilder aufgehängt werden dürfen oder nicht. Und manchmal hängen da Bilder, manchmal nicht. Und dann mache ich meine Wohnung auf. Und mein erster Weg führt mich zur Kaffeemaschine. Und ich mache mal einen Milchkaffee. Und dann setze ich mich aufs Sofa. Ja, das ist mein Kreuzberger Lieblingsweg. Wir sollten noch über Glück sprechen. Also das klingt vielleicht komisch in dem Zusammenhang, aber das ist mir gerade gestern aufgefallen. Ich war bei meinem Psychologen und habe plötzlich diesen Satz gesagt: Ich bin glücklich.
Und dann sagte er, das habe ich sie noch nie sagen hören, obwohl ich jetzt natürlich schon viel länger zu ihm gehe, als ich jetzt diese schreckliche Nachricht habe. Und dann habe ich gemerkt, wie sehr dieses Gefühl, dass mein Leben jetzt so begrenzt ist, dass ich nur noch wenige Wochen habe, in denen ich alles machen kann und darf und auch muss, was ich noch machen möchte, dass das auch eine irrsinnige Schönheit hat und eine Intensität, die ist einfach unfassbar. Diese Art, wie ich plötzlich alles wahrnehme, das ist, es ist intensiv. Es ist wie ein Drogenrausch, außer dass man nicht so verwirrt ist. Man ist ganz klar und gleichzeitig spürt man alles so verstärkt. Und alles Unwichtige ist weg. Und ich merke, jetzt wo ich durch diese Krankheit alles verloren habe, was mir wichtig war. Ich kann nicht mehr arbeiten, ich kann mich kaum noch bewegen wegen der Atemnot, ich kann meine ganzen geliebten Sportarten nicht mehr machen. Meine Beziehung ist zerbrochen. Ich musste so viel aufgeben, wo ich dachte, das ist alles, woran mein Leben hängt. Und auf einmal merke ich, wo alles weg ist, worüber ich mich definiert habe, ist so ein großes Gefühl von Liebe und von Schönheit da, was mich so umgibt und was so allumfassend ist, das hätte ich niemals früher gedacht. Und das ist eine Form von Glück, die kann man vielleicht wirklich nur erleben in diesem Zustand von Begrenzung und von Vergänglichkeit, wenn man weiß, dass es wirklich vergänglich ist.